Fragen gestellt werden. Ausgewählte Fragen werden beantwortet. Im Allgemeinen, das, was wir jeden Tag prüfen müssen, ist die Offenbarung des Lichtes. Wie weit sind wir ausgerichtet zur Verbindung zwischen uns, dass wir uns befinden in einem Herzen, in einem Verlangen, das heißt ausgerichtet zum Schöpfer, damit wir den Schöpfer offenbaren. Wir müssen nirgendwohin rennen, nirgendwohin gehen. Die Bewegung in der Spiritualität, das ist ein jedes Mal, wenn wir uns mehr stabilisieren, mehr verbinden zwischen uns in unseren Verlangen, dass wir wahrnehmen, dass alle Verlangen sich befinden in einem Punkt. Und dort in diesem Punkt, in Bezug darauf, inwieweit sich diese Verlangen verbinden, offenbart sich dort mehr der Schöpfer. Lasset uns Mühe geben, ein jedes Mal zu fühlen, dass wir uns annähern zu dieser Wahrnehmung, zu diesem Zustand, in einem jeden Augenblick und während des Unterrichts, während des Tages, nicht lassen diesen Punkt, dass nur das ist das, was ich will. Bitte schön. Wir lesen auf der Seite 53, Broschüre Pesach, beginnend mit den Worten: Tun Sie, was Sie können, was in eurer Kraft ist. Tun Sie dennoch, was Sie können, und die Rettung des Herrn ist wie ein Wimpernschlag. Und das Wichtigste vor euch ist die Einheit der Freunde. Und üben Sie dies immer mehr aus, denn es kann alle Fehler ausgleichen. Nochmals, tun Sie dennoch, was Sie können, und die Errettung des Herrn ist wie ein Wimpernschlag. Und das Wichtigste vor uns ist heute die Einheit der Freunde. Und übt darin immer mehr aus, denn es kann alle Fehler ausgleichen. Dieser Satz im Echt, der bedeckt alles. Der bedeckt alles, wenn ich nicht weiß, mit was ich anfangen soll, was ich machen soll, wohin ich zurückkehren soll während des Tages, worüber soll ich denken in einem jeden Augenblick. Dieser Satz, der richtet mich aus. Das heißt, was müssen wir von hier verstehen? Dass der Schöpfer, der macht uns verschiedene Übungen und der Mensch während dieser Übungen, inmitten dieser Übungen, ist vertieft in den Pharao, muss dann fühlen diese Sklaverei, aber dieses Fühlen heißt nicht, dass er dort verbleiben muss, sondern er muss sich Mühe geben, inwieweit es möglich ist, da rauszukommen. Aber wie kommt er da raus, wenn er sich in der Sklaverei befindet? Niemand kann wegrennen von der Macht des Pharaos. Das heißt, er muss von vornherein mit den Freunden eine Vereinbarung treffen, dass alle sorgen sich um jeden in der Szene. Das heißt, in dem Moment, in dem er sich in dem befindet, er fühlt, wie die Freunde sich um ihn sorgen, die wollen ihn erwecken, die wollen ihn rausziehen aus diesem Loch, in dem er sich befindet. Natürlich, die Freunde können sich auch befinden in verschiedenen Zuständen, deswegen ist es eine Verpflichtung, obligatorisch, weil der Mensch kann mit sich selber nichts machen, aber mit den anderen kann er. Deswegen, wenn jeder hilft dem anderen, im Endeffekt kann jeder dann rauskommen aus dieser Sklaverei. Das ist das Erste. Das Zweite, diese Arbeit muss jeden Tag passieren. Ich kann prüfen den Freund, aber wie kann es sein, wie kann ich verstehen, was mit ihm ist, wenn ich mich in demselben Zustand befinde? Das heißt, unsere Arbeit ist die ganze Zeit, sich zu sorgen, dass wir die Laune heben in der Gruppe, dass die Freunde fühlen diesen Aufstieg. Und inwiefern ich mich sorge, dass die aufsteigen auf so eine Art und Weise, dann müssen die sich auch sorgen um mich, dass ich aufsteige, so unterstützen wir uns in den Aufstiegen, ein jeder für den anderen, anstatt dass wir dann uns vertiefen in die Abstiege. Dann können wir in der Gruppe so ein Verhältnis zwischen uns aufbauen, dass wir nicht fühlen, einzeln die Aufstiege, einzeln die Abstiege, sondern
Ein jedes Mal wird es wie ein linke Rechte. Vielen Dank, Raff. Die Frage: Welcher Weg ist denn richtig? Wie erhebt man den Geist der Gruppe, die Stimmung der Gruppe? Es gibt nichts mehr als ein persönliches Beispiel. Ein persönliches Beispiel, das ist alles. Versucht es so und ihr werdet sehen. Mach nur das, damit du den Freund erweckst. Was du davon hast, ist egal. In welchem Zustand dich befindest, ist egal. Sei wie ein Schauspieler. Frage. Von der angefangen die spirituelle Arbeit. Von welcher Etappe können wir das sagen? Die spirituelle Etappe beginnt der Mensch dann, wenn er zu der Wissenschaft der Kabbalah strebt. Er fängt schon an, aber es ist so, wie du über ein Kind sprichst, was geboren ist. Das Kind lebt, ja. Befindet sich in dieser Welt, ja. Aber in dem Maße der Anteilnahme, das Kind ist noch nicht, nimmt noch nicht Anteil daran. Sondern es hat diesen kleinen Körper, man hat diesen kleinen Körper geboren, gemacht und so existiert dieser. Befindet sich in der Welt, ja. Aber noch nicht selbstständig. Ja, wir gehen verschiedene Zustände durch. Es ist uns nicht klar, was wir tun, in welcher Form wir existieren, woher, wohin. Deshalb, man arbeitet noch an uns. Ja, die Kabbalisten geben uns nur Ratschläge. Was tun man, um aus den Zuständen rauszukommen, wo ihr mehr versteht, mehr fühlt, mehr erkennt, was mit euch passiert. Und sie sagen, es gibt nichts, was man tun kann, außer die Gruppe zu betreten, durch das System genannt die Gruppe. Das ist ein paar Zug, die Seele. Und ihr könnt exakt dort prüfen, wie man dort arbeiten muss, wie ihr aktiviert werdet, wie ihr aktiviert, also oder handelt und werden gehandelt. Keine Wahl. Man braucht ein selbstständiges Kli dafür, um selbst sich dagegen wehren, dass man aus dir ein Tier macht. Du möchtest dich über dem Tier erheben auf die sprechende Stufe. Und die sprechende Stufe bedeutet, du schließt dich in die Gruppe ein. Auf der Stufe Tier lebst du allein, aber auf der sprechenden Stufe musst du eine Gruppe haben, wie ein Kli, wie dein Körper. Und das ist der Unterschied zwischen einem Tier und einem Mensch. Das Tier außerhalb der Vereinigung und der Mensch innerhalb der Vereinigung, innerhalb der Gruppe. Und dann die Wissenschaft der Kabbalah gibt dir Ratschläge, tu so und so, und dann kommst du zu der wahren Wirklichkeit, zu der Empfindung, zu der Wahrnehmung und kannst dich dort einschließen und ein Mensch zu sein. Oder kannst ein Mensch sein. Und wenn du beginnst zu fühlen, zu sehen, zu entschlüsseln, was man mit dir macht, und das geschieht durch die Gruppe. Wenn durch die Gruppe, das ist die Stufe des Menschen. Wenn nicht durch die Gruppe, dann ist es ein hundertprozentiges Tier. Deshalb, du kannst die ganze Welt sehen. Alle sind ähnlich den Tieren. So steht das geschrieben. Wo befindet sich der Mensch? Derjenige, der sich mit dem Zehner identifiziert und dann schließt er sich in das System ein, genannt Adam. Das System ist klein, das kleinste, aber etwas ist das dem System ähnlich, genannt Adam Rishon. Und dann nennt er sich Adam, der Mensch. Deshalb die ganze Arbeit von uns ist, sich in den Zehner einzuschließen. Und es werden noch weitere 5 bis 10 Jahre vergehen. Und während dieser Zeit wirst du dasselbe hören. Und letztendlich bist du damit einverstanden. Letztendlich erklärst du dich einverstanden. Und wann das passiert, jetzt oder in 5 und 10 Jahren oder am Ende des Lebens. Aber wie kann ich gewährleisten, dass meine Zehner
dass diese realisiert die Ratschläge, die sie jeden Tag geben, täglich. Du musst deinen Zehner wie vollkommen sehen. Diese ist in Gmar Tikkun, in der Endkorrektur. Und du musst mit dem Zehner Übung machen, dass du dich in sie einschließt, als ob sie Engeln wären. Und alle befinden sich im korrigierten Zustand zu 100%. Wenn du so eine Übung machst, fühlst du, plötzlich findest du sie darin. Denn jeder, der verurteilt, verurteilt nach entsprechend dem eigenen Mangel. Und du hast vor dir nichts, außer was du in deinen unkorrigierten Kelim vorstellst. Dass er alles erklären will, entsprechend den Worten von Torah. Aber was will er denn sagen? Dass an jeder Stelle, wo wir sehen, eine Handlung für oder gegen Spiritualität, die uns näher bringt oder entfernt vom Spirituellen, macht uns das Licht oder die Dunkelheit. All das ist, es gibt niemanden außer ihm. All das macht der Schöpfer, damit man uns die Empfindung gibt, die Gedanken gibt, die gegensätzlich sind. Denn nur vom Gegensatz werde ich komplex, werde ich schaffen, voranzukommen und kann zur Empfindung kommen von solchen jeglichen Gefühlen im Geschöpf, wo ich dann schaffe, den Schöpfer zu enthüllen. Denn ich enthülle den Schöpfer aus einem Gegensatz. Und deshalb beginnen wir damit, dass der Schöpfer sagt, ich habe den bösen Trieb geschaffen. Und dadurch kommen wir zum guten Trieb, wo der böse Trieb sich in den guten Trieb einkleidet. Und dank dem, in demselben Maße, kann ich die Ähnlichkeit der Eigenschaften fühlen. Und das erklärt er uns alles jetzt, woher das kommt. Und auch im Guten und auch im Schlechten, man bekommt alles vom Schöpfer. In dieser Form erlangen wir die Spiritualität überhaupt. Es gibt Sachen, die wir erlangen wir aus den Gegensätzen und dadurch kommen wir voran. Das heißt, alle unsere Empfindungen müssen darauf aufgebaut sein, auf der Dunkelheit und auf dem Licht, auf der Dunkelheit und auf dem Licht. Und so in einem Kontrast zwischen zwei Zuständen beginnen wir, unsere Wirklichkeit zu spüren und uns dort zu orientieren. Petim 23, 25. Rav, wie kann man dazu kommen, dass es niemanden gibt außer ihm in allem? Ich höre, dass es gibt die freie Wahl, die ist ja auch da. Es gibt also einen Zustand, wo man nicht sagen darf, dass es niemanden gibt außer ihn, sondern sagen, das ist alles meins und irgendetwas selber durchführen. Kommst du wieder zurück zu deinen Kreisen? Drehst du dich rum? Du musst alles dem Schöpfer zuschreiben. Und dass er dir die Möglichkeit gibt, deinen Verstand zu klären und zu sagen, es gibt niemanden außer ihm. Alles kommt von ihm. Das ist Beginn meiner Einstellung zu der Wirklichkeit. Die ganze Wirklichkeit ist der Schöpfer. Und ich bin derjenige, der jetzt vom Schöpfer empfängt, erhält die Verbindung. Ich muss wissen, wie kann ich durch diese Wirklichkeit mich mit dem Schöpfer verbinden, mit dieser Quelle. Und es gibt niemanden außer ihm. Gut, Zusammenfassung. Trotz aller unserer Probleme und Schwierigkeiten können wir diese zu zwei Dingen zusammenfassen, konzentrieren, fokussieren, bündeln, welche uns schwächen und uns sagen, dass wir keine Kräfte haben, um zum Ziel zu gelangen. Oder sie sprechen darüber, dass das Ziel an sich unwichtig ist. Einmal schwächen sie uns, dass wir keine Kraft haben, und einmal in Bezug zum Schöpfer, dass das Ziel selber unwichtig ist. Was sollen wir tun, wenn wir jetzt anfangen zu diskutieren, zu streiten, zu klären, was ja, was nein, so verlieren wir.
denn wir selber sind nicht neutral. Wir haben keine Kraft, weder Kraft noch Verstand. Wir haben gar keine Möglichkeit. Wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, natürlich würden wir das tun, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir wirklich null und nichtig sind und wir keine spirituellen Kräfte haben und nicht mal physische Kräfte sind in der Lage aufzubringen in dieser Sache. Deshalb bleibt uns nur eine Sache über. Nicht die Dinge, diese Fragen anzunehmen, jene Beweise, dass es nichts gibt, wofür man sich entwickeln kann, bleibt, so wie ich sagen, bleibt so ein Tier, so wie all dein Nachbarn, bleibt im gleichen Zustand wie alle, wie die Allgemeinheit, und bis du stirbst. Und was kommt, das kommt, genauso wie alle anderen. Nein, ich mache trotzdem weiter. Zuerst einmal, ich bin nicht damit einverstanden, ein Tier zu bleiben. Ich möchte weitermachen. Über meine Vernunft. Der Schöpfer ist trotzdem etwas Größeres, etwas Höheres als alles andere. Er hat mich gewählt und meine Gruppe aus allen anderen, von anderen Menschen ausgewählt, auserwählt. Und wir sind verpflichtet, mit ihm verbunden zu sein und auf ihn ausgerichtet. Das ist alles. Die Augen zu schließen, wie in einem Schiff auf einem tosenden Ozeanmeer und weiter. Lass den Schöpfer deine Schritte leiten. Wissen nur, was vor dir steht, deine Verbindung mit den Freunden und mit dem Schöpfer. Das ist Israel, die Tora und der Schöpfer sind eins. Ich habe mich mit der Gruppe zu verbinden und mit dem Schöpfer im Inneren der Gruppe und mir die Sache so richtig wie möglich mir vorzustellen, so stark und einheitlich wie möglich. Und alle anderen Dinge, was habe ich noch im Leben zu tun? Ihr seht, wie sehr uns der Schöpfer zum jetzigen Moment uns die Möglichkeit gibt und uns zeigt, dass unser Leben eigentlich wertlos ist. Ob du es so machst oder anders, es ist groß, klein, reich, arm, dumm, gescheit, clever, niemand. Alle sitzen daheim, in Quarantäne und warten wie ein Hund in seiner Hütte, wann man Gassi gehen kann. Deshalb können wir das doch ausführen. Besonders darin, dass unsere spirituelle Arbeit nicht mit der physischen Entfernung zu tun hat. Wir müssen uns nicht 2 Meter einander annähern oder noch was. Wir können uns auf virtuelle Weise zwischen uns umarmen und dazu gelangen, wie ein Mensch in einem Herzen zu sein und dort den Schöpfer zu enthüllen. Deshalb sind alle diese Beschwerden, die Klagepunkte der Kundschafter von Og und Sichon und Og und so weiter, ist alles Nonsens, unwichtig. Wir können doch uns vorwärts entwickeln und gerade jetzt, wir haben heute einen besonderen Tag. Morgen ist der letzte Tag des Pessachfeiertages. Morgen Abend sitzen wir inmitten der Nacht hier in Israel. Gemäß der Uhrzeit Israels werden wir gemeinsam mit euch einen Abendunterricht abhalten. Heute Abend. Und lasst uns stärken. Trotzdem die physische, die Zeit und die spirituelle Zeit gibt uns die Möglichkeit, uns zu stärken. Das Ganze, ob sie jetzt gleich Paare laufen oder nicht, wir haben jetzt die Möglichkeit, noch stärker uns zwischen uns untereinander zu vereinen. Worin auch noch. Und die Hauptsache liegt trotzdem darin, sich zu bemühen, alles hinzuschmeißen, abzuwerfen, um in diesem irdischen, physischen Leben nur das Notwendigste zu nehmen, mehr oder weniger, und in spirituellen Dingen
soweit es möglich an der Gruppe festzuhalten, wenn es eine Gruppe gibt. Und wenn es keine Gruppe gibt, natürlich den Lehrer und den Schöpfer. Soweit alles nur möglich. Du hast keine andere Sache. Also Rabbi Akiva sagt, ich war in einem tosenden Ozean im Meer und ich wusste nicht, wie ich mich retten kann. Ich habe ein Holzstück gefunden, setzte mich auf dieses Holzstück, senkte meinen Kopf, bei jeder Welle, die ich ankam, und so gelangte ich zum Strand. Deshalb zu all diesen großen, starken, weisen, besonderen Dingen zu gelangen, ist ganz einfach. Senke deinen Kopf und tue das, was der Mensch sich gefügt hat. So schau, was dir bleibt im Leben. Nur deine Zähne und das war's. Was ist das Problem? Wo? Regier zu sehen, ist das Austritt aus Ägypten? No, vadai. Imani roe otami tukanim. Natürlich, wenn ich sie korrigiert sehe, kann ich in dem Maße den Schöpfer enthüllen, welcher in ihnen ist. Es gibt aber einen Unterschied. Trotzdem, wie sehr auch die Freunde in meinen Augen als korrigiert erscheinen, sprich bedeutet, wie sehr die Freunde in meinen Augen verbunden sind, wie sehr diese Freunde sich für mich zu einem Organismus verwandeln, wie sehr dieser eine Organismus so eine Form annimmt, welche Boré genannt wird. Schöpfer. Das heißt, und der Name des Herrn soll auf dir weilen, auf dir anhaften. Dann bin ich zu einem guten Zustand angelangt, weil ich die Gruppe gänzlich verbunden sehe und gänzlich mir die Empfindung gibt, so ist das der Schöpfer voll und ganz in seiner ganzen Pracht. Das präsentieren mir die Freunde in ihrer Verbindung zueinander. Sagen Sie bitte, gibt es einen Unterschied, wenn die Zehner dem Schöpfer für die Verbindung der ganzen Zehne bittet oder für einen einzelnen Freund? Gut, natürlich gibt es einen Unterschied. Manchmal, es gibt so und so, manchmal müssen wir für den Freund bieten, welcher sich in einem Zustand, in einer Situation befindet, um ihm zu helfen, unterstützen. Aber normalerweise, üblicherweise, bieten wir für den ganzen Zehner, dass er verbunden sein möge, der Schöpfer sich um ihn kümmert, der Schöpfer den Zehner erfüllt und ordnet, organisiert, dass der Zehner so einer sein soll, dass er in der Verbindung zwischen allen Freunden, in den Verknüpfungen, die Form des Schöpfers zuweist, das Ebenbild des Schöpfers beobachtet werden kann. Woher beobachte ich den Schöpfer? Wo kenne ich ihn? Fühle ich ihn? Ist er mir bewusst? Wo wird er mir bewusst? Wie verstehe ich seine Eigenschaft? Wer er ist? Was er ist? Aus den Verknüpfungen, Verbindungen der Freunde, aus ihrer Einstellung zueinander, so fange ich an zu sehen, das ist der Schöpfer. Wenn ich auf sie schaue, auf die Chaverim, auf die Freunde, so sehe ich, dass es so ist. Versucht es. Es lohnt sich jede Anstrengung. Korrektur in der Gruppe. Jeder Einzelne und wir alle zusammen, bis wir zum Zustand gelangen, wo wir eine gemeinschaftliche, eine einheitliche Empfindung haben. Der Schöpfer an sich existiert nicht. Das ist keine Realität, welche sich außerhalb von uns befindet, sondern wir, wenn wir anfangen, uns miteinander auf richtige Weise zur Verbindung zu gebiert diese Verbindung, diese Verknüpfung, diese Kommunikation zwischen uns, jenes Wesen, jene Essenz, wie genannt wird, Bo-Ur.
Schöne Frage. Wunderschöne Frage. Ich rede jetzt nur über uns, nicht über die Welt, welcher wie ein Golem ist. Wir müssen fühlen, wie wir die neue Gesellschaft bilden, langsam mittels dieser Verbindungen, die wir schnüren. Wie bilden wir eine neue Gesellschaft um den Erdball herum, auf unseren Bildschirmen? Sagen wir, indem ich jetzt 30 Gruppen hier vor mir sehe. Ich möchte 300, 3000 Gruppen sehen, wirklich. Alle Wände sollen voller Gruppen sein. Voller Gruppen, 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 Gruppen. So möchte ich das so sehen. Und dass wir darin leben, darin existieren, in der Verbindung zwischen uns. Vielleicht keine physische Verbindung, dass ich die Gesichter sehe, sondern dass ich wirklich die Verbindung zwischen uns sehe, dass ich mir eine Grafik der Verbindung, welche ständig exponentiell steigt, sehe, der Verbindung zwischen uns, bis wir dazu gelangen, wo wir bereits uns den Berg Sinai, der Enthüllung des Schöpfers annähern und so weiter, dass wir das bereits in einer Grafik sehen, wie in einer Grafik sehen können. So ist es. Das möchte ich. Und die Welt, ist verwirrt, ist überhaupt nicht einfach. Niemand weiß, was er tun soll. Die Regierungen wissen nicht, was sie tun sollen. Und die Menschen haben keine Ahnung. Und ihr seht, dass sogar derjenige, der dort vorher mit Kraft war, mit Macht war, zu schimpfen, zu schreien, zu streiten, er ist heute ohne Kraft. Wo sind all diese großen Heroes-Helden? Und ihr werdet noch sehen, welche Schläge die Chinesen bekommen werden, welche ein Geschäft aus all dem machen wollen, was gerade passiert. Kein Problem. Der Virus wird alles zurechtweisen. Keine Sorge. Und deshalb müssen wir uns nur um die Verbindung kümmern und unsere Organisation richtig zu gestalten, unsere Weltorganisation. Es gibt kein Petach Tikva. Es gibt die Weltorganisation, welche auf so eine Weise um den Globus herum gebildet ist. Und wir wollen diese Organisation, unsere Organisation auf richtige Weise gestalten, und auf solche Weise werden wir voranschreiten. Und das muss bereits jetzt damit beginnen. Wir haben jetzt bereits einige Wochen mit all diesen Verwirrungen durchlaufen, mit all diesen Arten uns zu organisieren. Jetzt müssen wir bereits damit anfangen, uns von Neuem auszurichten, zu bilden. Auf seine Weise, dass wir alles haben. Wir haben alles zu unseren Händen. Wir warten nicht auf den Corona-Griff, bis er aufhört. Wir geben den Schöpfer nichts vor, was er tun soll. Wir benutzen das, was er mit uns vollzieht, um uns als System, als eine Gruppe zu bilden, wegen sich der Schöpfer offenbart. Das wird die Wirklichkeit, die Realität werden. Das ist die Realität, zu der wir streben. Und deshalb ist es uns ganz egal. Wir erwarten nichts, was mit dem Coronavirus sein wird. Ja, nein, Quarantäne, ja, nein, 2 Meter, 10 Meter voneinander entfernt. Das stört uns nicht. Wir sind schon weit darüber hinaus. Fokusgruppe. Und was? Was bedeutet unserem Zustand, aus Ägypten zu fliehen? Gerade wenn ich plötzlich aus Ägypten kam und ich fliehen, sondern nur auf plötzliche Weise, dass ich aus mir selbst plötzlich mich flüchte zur Weltgruppe. Ich möchte das mit ihnen verbinden, ohne Verstand, ohne Gefühl. Hauptsache ist, unter ihnen zu sein. Ihr Verstand, ihre Empfindung, ihr Gefühl, das möchte ich. Mein kleiner Punkt, mein Pünktchen, mein Punkt, welcher sich in sie einschließt, an sie andockt.